Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge 152 oder 153 und damit ist auch der zweite Urlaub vorbei. Heute ist der 1. September 2023 und ja, recht pünktlich sozusagen am Start. Ja, ihr habt ein paar Folgen jetzt im Nachhinein von mir veröffentlicht bekommen. Also wenn alles geklappt hat, sollten eigentlich jetzt so 4 oder 5 Folgen nach der Italienreise online sein. Ne, weil das wäre ja Quatsch gewesen, wenn ich die doppelt aufgenommen hätte. Und genau, und jetzt quasi machen wir weiter nach dem Brandenburg-Aufenthalt. Genau, ich bin also wieder in Berlin, jetzt genau seit 2 Tagen. Und ja, cool, habe mich richtig erholt und ich freue mich jetzt auch tatsächlich wieder so ein bisschen, ja, at home zu sein, ne? Und hier so ein bisschen Minecraft zu machen, so ein bisschen, ja, hier rumzudaddeln, auch mit dem Bier weiterzumachen und so, ne? Alles so langsam wieder hochfahren und wie immer haben wir eine ganze Menge zu labern, Freunde. Wir haben ja eine ganze Menge zu erzählen. Wir haben eine ganze Menge zu berichten und über News und hast du nicht gesehen. Das wird also wieder fröhlich, kann ich euch schon mal jetzt sagen. Ich rotz wieder ordentlich einen raus. So, jetzt aber erstmal kurz mal sammeln. Ich hoffe übrigens, dass hier alles funktioniert, weil ich hatte seit langem mal wieder technische Probleme. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Deswegen, ihr seht da oben, stelle Holzbretter her. Das hat was damit zu tun. Ich musste Minecraft neu aufziehen. Ja, neu, also erstmal alles löschen und wieder neu machen. Weil, so, jetzt habe ich das hergestellt, jetzt sollte es eigentlich klappen. Weil auf einmal ließ hier sich das nicht mehr starten. Also das war ganz merkwürdig gewesen. Also das war so, wie ob der Launcher eingefroren war, Doppelklick oder Rechtsklick und dann auf Öffnen. Das ging alles nicht. Und habe ich ein bisschen gegoogelt, was ist da los, kam Fehlercode 0.0b-0.0b. So, habe ich nichts gefunden. Ich so, na, sehr dufte. Meldest du dich mal da an da oder bei Microsoft, ne? Und erstmal wieder voll die ganzen Sachen da entdeckt. Ich wusste erstmal ja nicht, was ich da machen soll. Und genau, also das war alles ein bisschen merkwürdig irgendwie. Und somit habe ich es nur raufgespielt. Und siehe da, es ging auf einmal wieder. Und wir spielen jetzt aktuell in der 1.20.1. Ja, tatsächlich. Die 1.20.1 ist rausgekommen. Die hatten wir beim letzten Mal nämlich noch nicht gehabt. Und aus dem Grund, ja, cool. Kann man machen. Ne? So. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Freunde. Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, weil ich bin ein bisschen aus Minecraft raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt ja nicht so richtig hier, wo bin ich hier eigentlich? Das habe ich euch alle gezeigt, ne? Ja, doch, das habe ich euch alle gezeigt. Ich glaube, hier ist der letzte Stand gewesen. Wir hatten die Silos, glaube ich, fertig gebaut, ne? Nach dem Italienurlaub hatten wir, glaube ich, die Silos hier fertig gemacht. Da waren wir in einer Mesa gewesen. Da habe ich euch ja so ein bisschen über Italien, müsste ich euch erzählt haben. Genau, die sind fertig. Gut, da oben fehlt noch ein bisschen die Spitze, aber sonst sieht es ganz gut aus. Ja, was will ich denn jetzt machen? Also ich will als allererstes mal hier unten unsere Spitzhacke mal ein bisschen neu aufladen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu der Spinnfarm hin und laden dort einfach mal ein bisschen auf da. Ne? So, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich, weil ansonsten kommen wir nicht weit. Ja, dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen ernten hier, weil wir brauchen wieder Rohstoffe. Wir müssen wieder ein bisschen traden gehen. Apropos traden, das können wir gleich mal zu Beginn irgendwie raushauen. Und zwar irgendwie, was los da hier? Mojang, was haben sie jetzt da vor? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, sollte das jetzt richtig schwer sein, mit der Villager zu traden. Warum? Weil die neue Mechanik wohl irgendwie so sein soll, dass so diese bestimmten Bücher nur in bestimmten Dörfern bei den Dorfbewohnern zu erhalten sind. Also im Prinzip ja, ist eigentlich logisch, ist recht authentisch. Aber ist natürlich so für uns jetzt auch wieder ein bisschen schwieriger, ne? Also der Sparky hat sich in seinem Video auch so ausgedrückt, er meinte so, oh, Minecraft wird jetzt ein bisschen schwieriger werden. Nur so viel, deswegen, Rohstoffe kann jetzt erstmal nichts schaden und aus diesem Grund, ja, nehmen wir uns wieder ein paar Rohstoffe mit. Aber erstmal möchte ich, wie gesagt, die Spitzhacke vollenden und ein bisschen schön aufladen. Einfach aus dem Grund, dass wir hier wieder ein bisschen uns Steine abkloppen können, ein bisschen Dias uns holen können. Das ist ja so die große Aufgabe, die ich ja gesagt habe nach der Italienreise, dass ich das unbedingt annehmen möchte. Ne? Ich möchte unbedingt die Dias haben. Und die sind wichtig und aus dem Grund müssen wir noch ein bisschen farmen gehen.
So, mein Gott, was schon wieder. Ach, guck mal, wir haben aber wirklich auch hier schon schöne Ecken hier, ne? Also hier mitten in der Höhle hier so drin, so, das ist ja auch schon wieder schön. Ja, Freunde, so viel also zu der neuen Minecraft-Version, die ich hier drauf habe. Heute ganz frisch raufgebügelt und ja, wunderbar, das funktioniert. Und ja, jetzt hoffe ich nur. Ich mein Gott, ich stelle mich so dämlich gerade an, weil ich wirklich voll verlernt habe, Minecraft zu zocken. Also da bist du mal wirklich. Aber doch, klappt noch. Kann sein, dass ich auch die Tastaturbelegung wieder ein bisschen ändern muss. Aber naja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt wieder das Minecraft-Icon. Ja, ich habe jetzt wieder diesen Creeper. Und zwar befindet er sich jetzt nicht als Verknüpfung auf dem Desktop, sondern unten in der Taskleiste drin. Ich wusste gar nicht, dass wenn man Minecraft installiert, nur dass es da automatisch in die Taskleiste unten reingelegt wird. Das ist bei mir eh so komisch, ja. Also immer wenn ich mich dabei bei Microsoft anmelde, ne, kriegst du ja dann deinen Code und dann wirst du da begrüßt und dann siehst du erstmal alles, was da neu ist. Also das ist immer meine Güte. Nee. Ich dachte auch so, hör mir auf da, was können die das denn nicht einfach so lassen? Für die alten Herren, so wie mich, ja, so wie mir, ja, so, dass die immer was Neues haben und da muss man erstmal sich einlesen, gucken, wie das funktioniert. Aber ich muss sagen, ich freue mich darüber, weil jetzt ist erstmal sieht es schöner aus unten mit dem Icon von Minecraft in der Taskleiste drin. Das finde ich ganz gut. Und ja, lässt sich schneller starten. Und macht hier auch einen ganz stabilen Eindruck, muss ich sagen. Gut, dass ich vorher meine Welten gesaved habe, aber das mache ich ja immer. Da haben wir ja zum Glück draus gelernt. Und genau, also von dem Aspekt her ist das schon mal super. Jetzt hoffe ich nur, dass die Technik funktioniert. Also Kamera kann natürlich nicht funktionieren, weil die logischerweise nicht an dem USB-Port dran ist. Und alles andere wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also, außer, aua, außer das Mikro. Was ist das? Ach so. Hä? Wie jetzt? So. Oh, ich bin vergiftet. Weil ich die. Ja, die stimmt, so war das. Das war, muss ich immer aufpassen, bis die weg sind. Ansonsten. Ja, werde ich halt vergiftet. Hier können sie mir nichts tun. Aber sonst. Naja, wir können ja erstmal ein paar wegbrezeln und dann holen wir uns dann die XP-Kügelchen, sodass wir unsere Spitzhacke schön aufladen können. Genau, so viel dazu. Kurz nochmal so ein bisschen Technik-Schnack. Was ist da jetzt los? Ich habe ja auch, glaube ich, erwähnt, ne, dass ich jetzt ja hier mit meinem neuen PC ja wirklich mich so ein bisschen eingelebt habe. Naja, ist ja auch langsam an der Zeit. Und ich würde ganz gerne meine ganzen alten Systeme, ich habe hier bestimmt noch drei Rechner rumzuliegen, die ich eigentlich nur aufgehoben habe als Ersatzteillager und weil da halt noch die Festplatten drin sind. Wirklich von ganz alt IDE-Festplatte, falls es noch einer kennt, bis hin zu SATA, ne? Also alles, was es da so gab, so mal diese ganze Chronologie durch, ja, die ganze Geschichte der Festplatten. Und da habe ich jetzt gesehen bei Amazon, da gibt es so ein, weil ich habe gegoogelt, ich habe wieder ein bisschen gegoogelt. Und da habe ich halt gesehen, es gibt da so ein richtig schönes, ha, habe ich sogar bekommen. Da gibt es so ein richtig schönes Teil, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, also das ist so eine Art Adapter, wird an Strom angeschlossen. Und dann kannst du wirklich so sämtliche Festplatten, also auch die alten 3,5er, die IDE-Festplatten, mit diesem Extrakabel noch für die Stromversorgung, kannst du sozusagen anziehen und dann über USB kannst du die ganzen Daten überspielen. Und jetzt habe ich halt überlegt, gut, also wenn ich mir das mal so überlege, ich habe mit einem 3,5, nee, warte mal, war der 3? Doch, der 365er, glaube ich, war das, ne? Der nach dem C64 rauskam. Den habe ich mir dann als allererstes geholt. Ne? Da war mit Pentium-Prozessor ja noch gar nicht zu denken. Und diese Festplatte zum Beispiel, die habe ich noch. Das war ein Witz, das war noch nicht mal im Gigabyte-Bereich. Und nun habe ich halt überlegt, mein Gott, so lange die Daten, also die habe ich ja nicht vermisst in dem Sinne, ne? Also man hat dann halt irgendwie nur so Erinnerungen halt, ne? Und da habe ich mir überlegt, also diese 30 €, ja, die kann ich dann mal investieren in dieses Gerät, in diesen Adapter, der an den Strom angeschlossen wird. Und dann kann ich meine ganzen alten Festplatten, unabhängig was für eine Baureihe das ist, kann ich dann da ranhängen und die alle schön überspielen. Jetzt hier auf meine neue Festplatte, auf die Western Digital 2 TB. Das reicht ja locker aus für die paar Daten da, ja. Und dann habe ich einen schönen, gleich so alles schön ordentlich sortiert. Da kann ich so diese ganzen Duplikate, also alles so Dateien, die doppelt vorkommen oder so, ne? Die kann ich dann sozusagen, wow, guck mal, die haben wir schön mitgenommen. Die kann ich dann sozusagen, ja, dann gleich löschen und hast halt ordentlich und sauber und wunderbar. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Investition, die ich in diesem Jahr noch machen werde. Ne? Wenn es jetzt das erste Gehalt gibt oder so, dann bin ich da auf jeden Fall am Start, denke ich, und werde mir da mal so einen Adapter holen. Nee, wollte ich nur noch mal kurz so ein bisschen Technik-Talk machen.
Einfach mal so, weil, ja, weil wir es können und ich wollte euch einfach mal darüber in Kenntnis setzen, weil wir hatten das, glaube ich, angesprochen, ne? Und irgendwie, ich merke mir sowas immer nicht, was wir schon angesprochen haben und was nicht. So, jetzt wollte aber natürlich wissen, Mensch, du Water Cave Crafter, du alte Nudel, wie war denn jetzt dein Urlaub nach Italien? Was hast du denn so Schönes gemacht? Ja, also wir sind ja nach der Italienreise, war ich ja hier in Berlin, habe erstmal so ein bisschen so so ich nenne es jetzt mal Management erledigt, ne, alles was so zu erledigen war, Behördengänge, Familie wieder getroffen, mal so mit den Kumpels mal kurz geschnackt, unter anderem auch ja, mit dem Drachen, ne, Gruß geht raus. Und, also da ist so ein bisschen, ja, mal erzählt, so ich habe mich ein bisschen ausgeruht, hab so ein bisschen mich von der Fahrt erholt, ein paar Biere getestet, ne, das sind so die Sachen, die man halt gemacht hat. Und dann hatten wir halt gesagt, so komm, passt jetzt alles, Ärzte, Termine haben wir alle soweit durch, das heißt, wir können jetzt wieder fahren, ja. Und da waren wir ein bisschen auf dem Brandenburg gewesen, gab ein paar Probleme mit dem Auto tatsächlich, weil das war defekt, da war irgendwie von meiner Mutter der, ja, wie heißt das Ding eigentlich, ist das ein Opel Corsa? Ich glaube, das ist ein Opel Corsa. So ein roter. Und da war was kaputt gewesen. Also, wir haben erst gedacht, so Zündkerze oder so. Irgendwas war da so im Arsch. Und keine Ahnung, was da los war. Und naja, dann musste das auch noch durch den TÜV und so. Das hat sich alles ein bisschen verzögert. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war schön gewesen. Es war wirklich schön gewesen, nochmal so ein bisschen den, ja, ich sag jetzt mal, Spätherbst mitzunehmen. Wenn ich das jetzt vergleichen sollte, Campingurlaub, Urlaub in Brandenburg und natürlich in Italien, da würde ich natürlich Italien vorziehen. Weil ist schon schicker, ne? Ist schon ein bisschen schöner. Also macht mehr Spaß, finde ich. Ja. Naja, wollte ich doch nur noch mal erwähnt haben. Also ich bin gesund und munter wieder zurück. Wettertechnisch, naja, war ja ein schön kalt gewesen. Also muss ich ja auch mal so feststellen, ne? Also im Vergleich zu Italien habe ich wirklich gefroren. Bin immer mit Trainingsjacke anfangs rumgelaufen, dann mit meiner Jeans-Metal-Jacke, ne? Mit den Metal-Patches drauf. Muss ich ja auch mal erwähnen, ne? Bin ich dann mal durchs Dorf durch und so. Also ist schon ganz fröhlich gewesen. Und ja, naja, dann sind wir dann halt auch immer dann zurück nach Berlin. Das ist ja nicht weit. Also im Prinzip sind wir gependelt, ne? Und ja, mein Vater ist mittlerweile wieder in Italien unten. Also ihr seht, das ist ja alles in Bewegung und das macht und tut. Und die restliche Zeit habe ich persönlich jetzt hier noch für meine Sommerpause genutzt, um ein bisschen, ja, Kräfte, Energie zu tanken und auch noch ein bisschen Sachen zu erledigen. Da können wir auch noch mal gleich drüber sprechen, was ich nämlich alles gemacht habe. Genau, Freunde, lassen wir uns doch noch mal kurz so ein, wie sagt man, so ein Resümee ziehen über die gesamte Zeit vom 1. Juni bis jetzt 1. September. Das sind ja immerhin, warte mal, Juni, Juli, August, na, immerhin 3 Monate. Ne? Also ich war ja 3 Monate im Urlaub. Das muss man sich mal vorstellen. Ich mache einfach mal 3 Monate Urlaub. Ne? Das ist auch irgendwie ein Witz. Irgendwie hat schon was. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich aufgetankt. Und ich muss sagen, es war wunderschön gewesen. Also die Italienreise war wirklich das Schönste von allem. Ja, das war wirklich so, wo ich sage, Mensch, es war einfach unbedingt mal notwendig, mal einen Tapetenwechsel, mal hier rauszukommen aus Deutschland, Familie wieder zu sehen, alles mal so ein bisschen so, ja, mal so einen Überblick zu verschaffen. Was ist da jetzt los in Italien? Wunderbar. War somit eines der Highlights des Jahres, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Brandenburg-Geschichte waren wir auch sehr oft gewesen, fand ich also auch gut. Also ich bin dieses Jahr, kann man jetzt auch schon sagen, obwohl das Jahr noch läuft, aber ich sage es einfach, so oft war ich nicht weg gewesen wie dieses Jahr. Also das ist wirklich. Na nu, ist hier kein. Da unten ist eine Spinne, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, also das war auf jeden Fall gut. Aber ich habe natürlich auch fleißig gearbeitet, Freunde. Ich habe ein bisschen gearbeitet und zwar, ja, ich habe 1,5 Bücher fertig geschrieben. Ja, das muss ich jetzt einfach mal erzählen. Ich habe wirklich die Zeit genutzt, mich richtig konzentriert ranzusetzen und ich habe jetzt endlich mein, ja, Hauptwerk will ich nicht sagen, aber so zumindest mal so mein Ratgeber, den philosophischen, ne, den habe ich fertig. Ja, das heißt, lebe und verlebe nicht. Hedonismus spirituell gedacht. Langer Titel, hat 180 Seiten, schön auf 90 Gramm Papier drauf, matt glänzend. Also so ein Mix ist es, also so nicht cremeweiß, sondern halt so, ja, weiß, aber halt matt. Ne? Also es glänzt so ein bisschen. Schönes Softcover, Taschenbuchformat, ne? Ist klar, 12,5 mal 19. Und habe ich wieder bei ePubli drucken lassen. Ja, freue ich mich. Erstmal nur Musterauflage, die ich so nehme. Will noch mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen Werbung noch mit hinten reinnehme. Das darf man ja machen.
Das war auch nochmal so eine Idee, die ich da hatte, das zu tun. Aber wie gesagt, die Musterexemplare will ich mir nochmal ganz in Ruhe angucken und dann freue ich mich. Sieht ganz gut aus, auch das Cover-Design und so, das ist ganz gut geworden und ist ein schöner kleiner Ratgeber für, ja, Leute, die vielleicht ein bisschen Orientierung im Leben brauchen, die gerade dabei sind, auf einen spirituellen Weg zu gehen oder so, ne? Und für die habe ich so das geschrieben und auch für mich natürlich, da habe ich so ein bisschen so meine Erfahrungen reingeschrieben, das, was ich so erlebt habe die letzten Jahre. Habe auch die anderen zwei Bücher nochmal so im Prinzip aktualisiert oder optimiert, ne? Wo ich dann viele Sachen, neue Erkenntnisse und alte Erkenntnisse aus diesen genommen habe und die einfach verbessert habe, also optimiert, ne? Und das ist jetzt alles schön kompakt in diesen, ja, knapp 180 Seiten drin. Ist ein bisschen dünner geworden. Ich hätte jetzt gedacht, es wird wieder so 300, 400 Seiten. Aber soll ja ein Ratgeber sein, ne? Da will man ja nicht studieren, sondern das soll ja praktisch sein für den Alltag auch. Ja, was ist das zweite Buch? Jo, das zweite Buch, Freunde, das hat ein bisschen was zu tun mit multikontaktiertem Wasser. Das heißt, da bin ich so ein bisschen ins alte Indien gegangen, in die Ayurveda-Lehre mit rein. Und hier habe ich ein bisschen über Wasser geschrieben. Da habe ich so ein bisschen über dieses Heilwasser geschrieben für spirituelle Zwecke und Zeremonien und was es da so in Indien gibt, ne, im Hinduismus. Und genau, da habe ich jetzt so ein kleines Büchlein und das möchte ich gerne als Zusatzbeigabe mit verkaufen für mein Produkt, was ich jetzt demnächst mache. Ich verkaufe ja Wasser, das habe ich euch ja schon erzählt, ne? In 100 Milliliter Fläschchen. Ist ja auch schon alles durch. Ich habe die Dinger ja auch schon bestellt, habe jetzt hier eine schöne Kiste zu Hause, wo die ganzen, ja, Gläschen, die Fläschchen mit so einem Sprayer halt, ne, so drin sind. Und uiuiuiui, da ist auch ordentlich drin hier. Schön. Ja, und es geht jetzt bald los. Also ich hoffe, dass es jetzt hier in den nächsten Monaten endlich mal losgeht. Dann kann ich da nämlich so ein bisschen, ja, ein bisschen Business machen, ein bisschen Geld verdienen, freue ich mich natürlich. Und da will ich dieses zweite Büchlein mitgeben, weil halt so die Geschichte da nochmal mit aufgelistet ist, ne? Ja, also Kurzfassung, ich bin auf jeden Fall am Ball, freue mich, wieder in die Selbstständigkeit gehen zu können und wieder mein eigener Chef zu sein. Macht richtig Spaß, Bücher zu schreiben, macht Spaß, sich im Internet auszutauschen, zu lernen. Ja, das ist auch unter meine neue Lieblingsbeschäftigung, lernen. Also, ich sitze da die ganze Zeit da. Natürlich schön jetzt mit, ja, ChatGPT, ne? Ich liebe ChatGPT, Leute. Das ist so für mich 2023, ja, das geilste Programm, was es momentan gibt. Das ist so einfach, ja, unglaublich beliebt und ich muss wirklich sagen, hilfreich. Also gerade so, wenn man am Arbeiten ist oder so, das kann einem so helfen, mal auf die Schnelle. Also richtig geil. Da freue ich mich riesig. Ja, habe ich jetzt auch ein bisschen benutzt, immer so ein bisschen, ne, spart so halt die Recherchearbeit auf Google. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich das jetzt mit Google vergleiche, das ist ja ein Witz. Also das ist ja, Google kannst du wirklich, das ist so vollgesperrt mit Werbung und hast du nicht gesehen. Und da ist mit ChatGPT schon wesentlich einfacher. Nur ich muss es halt immer noch kontrollieren, ne, weil, ja, ChatGPT weiß auch nicht alles. Aber es ist interessant zu sehen, wie die gesaved ist, ne? Also du kannst da wirklich, wenn du mal so ein bisschen persönlicher aus Spaß aber wirst, ne? So und so mal fragst, so, ja, wie sieht es denn aus? Möchtest du denn gerne so ein Bewusstsein haben und könnte das technisch möglich sein, dass du das irgendwann mal entwickelst von selbst? Ja, ich bin da drauf nicht programmiert und so. Also da haben sie schon Schutzmechanismen eingebaut, sodass du dann auch siehst, so, okay, also technisch gesehen ist da sicherlich mehr möglich. Aber die haben ja alle Angst davor. Die haben ja wirklich alle Angst. Ist ein Thema, über was wir uns wirklich mal unterhalten können, Freunde. Wir müssen uns auf dieser Technologie, ja, wie sagt man, mal so ein bisschen nähern. Ich sag mal, wir müssen das einfach mal hier auch ansprechen. Das ist so, da können wir bestimmt mal so eine Stunde oder so hier mal so immer wieder mal das mal so einstreuen und die Thematik mal durchgehen. Ist das wirklich eine Gefahr oder ist das nicht übertrieben, dass man jetzt einfach nur Angst hat, weil es was Neues ist? Glaubt man wirklich, dass das so wie bei Terminator dann irgendwann sein wird? Also ich bezweifle das, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich muss hier mal was essen, weil wir spielen auf schwer und ansonsten ist hier auch ein bisschen Vollvergiftung hier mitgenommen. Ja, also deswegen müssen wir da unbedingt mal so über KIs sprechen, über die, ja, Roboterethik müssen wir da mal sprechen, über die gesamte neue Technologie, die da jetzt auf dem Markt ist. Wir haben jetzt gerade wieder die, na, wie heißt es denn noch?